Hi everybody and watercolor greetings from Germany. My name is Carsten, I'm the co-country leader from the German group. And before we start our video greetings, I would just like to thank you to Anna and her team for making all this possible during these difficult times. I hope we can meet again next year. Maybe 2022 will be our year to meet live again in Fabriano. Would be so nice to see you all again. And now, have fun watching our videos. Stay healthy. Happy painting. My dear watercolor friends all over the world, amigos acquarella, amis aquarelle, amici dell'acquarello, hope we see us again next year in Fabriano. Ciao! Ich bin Wolf, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Viva l'Aquarella, viva Fabriano! Thank you.
My name is Wiebke Meyer and I live in the north of Germany, in Heiligenhafen, near the Baltic Sea. So my favorite motifs are seascapes and landscapes. The weather is fine today and I want to show you our coast. See you! Gabriele Ringkleff. Ich lebe in Mainfeld und hier habe ich im alten Schulhaus von 1876 mein Atelier. Mein Hauptaugenmerk gilt dem Aquarell und da den Themen aus der Natur. Neben dem Aquarell fertige ich Zeichnungen an und ich mache Objekte, wie zum Beispiel dieses Objekt aus Draht, das 2019 entstanden ist. Meine Bilder male ich meistens auf 600 Gramm Hahnemühlepapier Leonardo. Dieses Bild heißt Mainfeld vor dem Moore. Lilien auf dem Felde. Stillleben mit Tulpen. Und ein Rosenstrauß zum Abschluss aus meinem Garten. Hey, my name is Harald Ring from Germany. I greet all watercolor painters worldwide and look forward to February. Thank you.
Hallo, ich bin Marika Fünfinger und Aquarellmalerin aus Leidenschaft. Ich möchte mich gerne hier kurz bei euch vorstellen. Meine Heimat ist an der südlichen Weinstraße, das ist in Südwestdeutschland. Hier habe ich auch mein Atelier. Übrigens, im Video seht ihr mich beim Malen unserer Weinberge. Seit circa 20 Jahren male ich Aquarell, was mich von Anfang an und bis heute fasziniert und mich erfüllt. So habe ich vor einigen Jahren mein bisheriges Berufsleben aufgegeben und widme mich jetzt nur noch der Malerei. Eine herrliche Inspirationsquelle ist für mich das Reisen. Das Gesehene und Erlebte kann ich durch das Aquarellieren zum Ausdruck bringen. Ich bin Dozentin an verschiedenen Einrichtungen, was mir viel Freude macht und mich bereichert. Ja, das Aquarell hat mich in seinen Bann gezogen und lässt mich nicht mehr los. Wie schön, gerade in diesen nicht leichten Zeiten, die Malerei zu haben. Ich freue mich auf Fabriano Online und den Austausch mit euch. Bis bald!